Im ersten Teil hatte ich bereits angedeutet, warum sich viele Menschen mit dem Spiritualitätsbegriff womöglich einen Bären aufbinden lassen und welche Gefahr gesellschaftlich auf uns zurollt, wenn wir einen solchen Trend auf uns wirken lassen. Und jetzt werde ich veranschaulichen, wie mit nur einer einzigen Frage Pseudospiritualität von wahrer Spiritualität getrennt werden kann. Boah, ich sag euch, die Spiri-Szene, die ist sowas von versifft. Das ist vergleichbar mit der Korruption innerhalb der politischen Kaste. Gut, auf einige einzelne Phänomene werde ich auf diesem Kanal sicherlich noch eingehen. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Bevor ich euch nun sage, welche Frage gestellt werden muss, um bei der Spiritualitätsfrage die Spreu vom Weizen zu trennen, möchte ich euch zunächst veranschaulichen und herleiten, warum diese Frage gestellt werden muss. Ja? Das Verstehen des Warum oder des Wieso macht es einem Menschen erst möglich, auch das Wie und das Was leichter zu erkennen und gegebenenfalls auch den Mitmenschen zu erklären. Kausalität. Es gibt kein Entrinnen davor. Wir sind für alle Zeit ihre Sklaven. Unsere einzige Hoffnung, unser einziger Frieden ist es zu verstehen. Das Wieso zu verstehen. Das Wieso ist das, was uns von ihnen unterscheidet. Und sie von mir. Das Wieso ist die wahre Quelle der Macht. Ohne es sind sie machtlos. Und darum kommen sie auch zu mir. Ohne das Wieso, ohne Macht. Ein weiteres Glied in der Kette. Ohne das Warum sind wir nicht nur machtlos, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir ohne ein Bewusstsein, auch so ein inflationär gebrauchter Begriff aus den Spirit-Kreisen, wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir uns ohne ein Bewusstsein von diesem Warum auch tatsächlich als spirituell bezeichnen können. Also da wären wir dann auch schon wieder angekommen bei der Pseudospiritualität. Okay, gut. Selbst der größte Materialist ist auf eine gewisse Art und Weise auch spirituell. Das wäre nochmal ein neues Thema. Aber mir geht es hier um Qualität, um die Qualität von Spiritualität. Und da muss sich dann auch jeder selbst fragen, wie wichtig ihm Spiritualität tatsächlich ist oder ob Spiritualität ein weiteres oberflächliches Thema in unserer Gesellschaft sein soll. In der Spiri-Szene wird auch so gerne von Ganzheiten gesprochen. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Von Ganzheiten können wir aber nur sprechen, wenn wir die Wirklichkeit tatsächlich als das erkannt haben, was sie wirklich ist. Nicht wahr? Oder wie kann eine ganzheitliche Betrachtung tatsächlich eine ganzheitliche Betrachtung sein, wenn ich nur einen Teil der Wirklichkeit erkennen kann? Es stellt sich also die Frage, ob unser Weltbild, mit welchem wir womöglich glauben, die Wirklichkeit wahrhaft zu erkennen, es stellt sich die Frage, ob unser Weltbild wahr ist. So, und nun sind wir bei meinem Weltbildmodell angelangt. Ich möchte mit der Eisberg-Analogie beginnen. Und ihr kennt diese Redewendung. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, es gibt etwas, was wir ganz klar sehen können und etwas, was wir noch nicht sehen können. Ein darunter, was noch so viel mehr ist, wenn wir es wagen, ein wenig tiefer zu gucken. Sehen können wir uns nun als Individuum, als etwas, was ich als unser schemenhaftes Ich bezeichnen möchte. Deshalb habe ich es hier auch in Anführungszeichen gesetzt. Wem es noch nicht klar ist, warum dies nur ein schemenhaftes Ich sein kann, möge noch ein paar Sekunden warten. Das klärt sich gleich in Gänze auf. Jeder von uns hat seit Geburt nun jedenfalls eine gewisse Prägung mitbekommen. Angefangen beim sozialen Umfeld und in erster Linie bei den eigenen Eltern. Unser soziales Umfeld wiederum ist auch von etwas geprägt worden. Von dem, was ich als die Ebene von Staat und Gesellschaft nennen möchte. Eine Ebene, von welcher unter anderem sehr viele Gesetze und andere Regelwerke das Leben der Menschen beeinflusst. Staat und Gesellschaft wiederum haben sich aus dem geformt, was ich als Glaube und Wissen bezeichnen möchte. Diese Ebene könnte auch Religion und Wissenschaft genannt werden. Denn aufgrund unseres Glaubens, aufgrund geschichtlicher Erfahrungen und Umstände formt sich eine Gesellschaft oder es werden Staaten geboren. Und dann kommt unter Glaube und Wissen noch eine Ebene, die ich als das Weltbildfundament bezeichnen möchte. Die Ebene der Erkenntnis. Also nur mal kurz darüber nachgedacht.
Die Führer der Religion haben die Erkenntnis aus der geistigen Welt bekommen und die Wissenschaften haben einen gewissen Antrieb, selbstständig nach Erkenntnis zu streben. Sie arbeiten mit einem gewissen Grundverständnis für Erkenntnis. Ja? Und unter diesem Weltbildfundament befindet sich wiederum die Wirklichkeit. Das ist nun der grundsätzliche Weltbildaufbau, mit welchem wir es gegenwärtig zu tun haben. Und in diesem Weltbildaufbau möchte ich als Inspiration nun ein Zitat von Benjamin Franklin einfließen lassen, welches sicherlich viele von euch kennen. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Ich stelle mir nun vor, dass es zwei Menschen gibt, der eine, für den Freiheit über allem steht, und der andere, der nur auf Sicherheit bedacht ist. Der nach Freiheit Suchende würde sich nun dieses Weltbildmodell einmal hernehmen und, neugierig wie er eben ist, in die einzelnen Ebenen dieses Weltbildmodells einmal hineinschauen. Er würde bestenfalls erkennen, dass eine obere Ebene immer von der unteren Ebene getragen wird und darauf aufbaut. Und er würde dabei ebenfalls nachvollziehen können, wer oder was ihn im Erkennen der Wirklichkeit unterstützt oder womöglich sogar sabotiert hat. Derjenige, der nur Sicherheit haben möchte, kann sich diese Ebenen wiederum nicht so ohne weiteres ansehen. Seine Vorstellung von einem sicheren Leben baut nämlich darauf auf, dass er darauf vertrauen muss, dass die Ebenen unter seinem individuellen Dasein nicht nur stabil und nachhaltig sind, sondern dass sie es auch wirklich gut mit ihm meinen und ehrlich zu ihm sind. Er gibt seine Freiheit und auch seine Verantwortung für sein Leben an diese Ebenen ab. Dabei bedeutet für solch einen Menschen jede freiheitlichere Lebenseinstellung, die beispielsweise dazu bereit ist, die Ebene von Staat und Gesellschaft zu hinterfragen, diese freiheitlichere Lebenseinstellung bedeutet für solch einen Menschen Unsicherheit in der geglaubten Sicherheit. Deswegen hier auch in Anführungszeichen. Das, was er als Sicherheit bezeichnet, ist also eine Illusion, ein Irrglaube, etwas, was nicht wirklich existiert. Deshalb könnte man dieses Weltbildmodell in gewisser Weise auch mit einem Kartenhaus vergleichen. Vielleicht habt ihr das ja auch früher mal mit euren Geschwistern gespielt. Der eine baut ein Kartenhaus auf und versucht es zu beschützen und der andere stänkert und versucht hier und dort mal eine Karte zu berühren oder gar herauszuziehen. Und manchmal ist es dann auch so, dass das Kartenhaus gar nicht komplett in sich zusammenfällt, sondern nur bis zu einer gewissen Ebene, zum Beispiel hier bis zu Staat und Gesellschaft, von wo das Kartenhaus wieder neu aufgebaut wird. So oder so bleibt es allerdings ein Kartenhaus. Die These, die ich dabei deshalb nun in den Raum stellen möchte, ist folgende. Auf jeder Ebene lauert das Höhengleichnis von Platon. Oder meinetwegen eine Matrix, der bekannte Spielfilm, der versucht hat, Platons Höhengleichnis auf moderne Art und Weise zu erzählen. Und nach all dem hier müssen wir uns die Frage stellen, inwieweit jene Menschen, die von Spiritualität sprechen und uns gegebenenfalls erzählen wollen, was angeblich spirituell sei, wir müssen uns die Frage stellen, auf welcher erkenntnistheoretischen Grundlage ihr Weltbild aufbaut. Sind sie sich ihres Weltbildfundaments bewusst oder nicht bewusst? Eine lustige Aussage wäre jetzt, wenn ein sich verteidigender Möchtegern-Spiri sagte, es braucht kein Weltbildfundament. Dann würde ich wiederum fragen, okay, aber irgendwo muss dein Weltbild doch beginnen. Oder willst du mir etwa sagen, dass du gar kein Weltbild hast? Und falls der Möchtegern-Spiri mir sagen sollte, dass sein Weltbild kein Fundament bräuchte, würde ich ihm eine Analogie aus meinem Leben erzählen. Ich selbst habe nämlich mal eine Zeit lang im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet. Und dort hatten wir unter anderem auch Terrassen gesetzt. Was das mit einem Weltbildfundament zu tun hat? Nun, auch Terrassen brauchen ein gutes Fundament. Der richtige Boden und dieser auch noch mit einer Rüttelplatte richtig schön verdichtet, damit der Kunde an seiner Terrasse lange Freude hat und diese Terrasse nicht an diversen Stellen absackt. Und beim Hausbau braucht es auch ein gutes Fundament. Wenn das absackt, dann gibt es Risse in der Hauswand und womöglich ist das Haus dann auch irgendwann sogar einsturzgefährdet. Ein grundsätzliches Phänomen, welches bei vielen Spiris beobachtet werden kann,
ist die Tatsache, dass sie sich in geistige Sphären verführen lassen, ohne aber hier auf Erden ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Sie wollen wie ein Baum wachsen und eine mächtige Krone ausbilden, ohne aber parallel dazu in die Tiefe zu gehen und ein ebenso kräftiges Wurzelwerk auszubilden. Und was ein Sturm mit Bäumen macht, die keine kräftigen Wurzeln haben, die Bilder, die kennt ihr doch sicherlich, oder? Diese Spiris versuchen quasi den zweiten vor dem ersten Schritt zu gehen. Sie versuchen abzukürzen. Doch dabei übersehen sie Wesentliches und müssen früher oder später bitter und böse auf die Schnauze fallen. Und ihre Gefolgschaft wird Ähnliches erleben. All diejenigen, die blind dem Etikettenschwindel beim Spiritualitätsbegriff geglaubt haben. So, jetzt aber zur Auflösung, woran man Pseudospiritualität mit nur einer einzigen Frage von wahrer Spiritualität unterscheiden kann. Es geht um die Frage nach einer wahren Erkenntnistheorie. Auf welcher Erkenntnistheorie baut das auf, was als Spiritualität bezeichnet wird? Kann diese Frage vom spirituellen Lehrer nicht beantwortet werden oder nennt er euch eine unwahre Erkenntnistheorie als sein Weltbildfundament, dann könnt ihr ihn und seine Lehren getrost knicken, lochen und abheften. Das versuche ich beispielsweise auch beim Staats- und Medienphilosophen Richard David Precht gerade immer und immer wieder deutlich zu machen und zu thematisieren. Das könnte ich auch mit so manch anderem vermeintlich spirituellen Guru da draußen auch machen. Nur fehlt mir die Zeit und eigentlich auch die Lust dazu. Solche Menschen sollten als Führungsfiguren jedenfalls nicht mehr allzu relevant für euch sein. Orientiert euch um. Jetzt stellt sich natürlich die Detailfrage, welche Erkenntnistheorie denn überhaupt wahr ist. Aber so weit gehe ich hier auf YouTube nicht. Zumindest noch nicht. Dazu müsstet ihr auf meiner Netzseite vorbeischauen. Da werdet ihr dann fündig. Denn zunächst sehe ich in den sozialen Medien meine Aufgabe eher darin, überhaupt erst einmal ein Problembewusstsein zu schaffen. Darüber, welche Erkenntnistheorie die Lösung aus all diesem gesellschaftlichen Schlamassel sein könnte, brauche ich hier noch gar nicht zu diskutieren, weil viele Menschen das Problem noch gar nicht erkannt haben. Sie sind sich des Problems noch gar nicht bewusst, um wieder den in der Spiri-Szene so inflationär gebrauchten Begriff zu verwenden. Denn wenn Menschen eine Lösung bekommen, sie aber nicht verstehen, für welches Problem da gerade eine Lösung angeboten wird, weil sie ihr Problem noch nicht erkannt haben, dann werden wir Perlen vor die Säue. Das fällt auf keinen fruchtbaren Boden. Also, physisch erwachsen, das werden wir scheinbar von ganz allein. Geistig hingegen, das müssen wir wirklich wollen. Tschüss und bis bald.